Soderle, Bastelzeit und einen schwarzen Bildschirm habe ich. Ja, also fast. Da unten rechts seht ihr so ein bisschen rot. Und das, was hier gerade vor der Linse ist, das kann auch andere Sachen, nämlich das hier. Ja, es ist ein Fernseher, wie man unschwer erkennen kann, von LG. Und was man auch sehen kann, ja, soweit, er scheint noch zu funktionieren. Also zumindest geht er an. Kurz zur Hintergrundstory, den hatte ich mir irgendwann tatsächlich mal neu gekauft. Das war zu einer Zeit, wo ich noch lineares Fernsehen geguckt habe. Von technischen Daten, 47 Zoll, Triple Tuner, bla bla bla, was weiß ich, 1080p und das Einzige, was der hier Besonderes hat, der hier hat, ne, man kann es nicht einschalten, aber er hat die Funktion 3D darzustellen. Nicht mit Shutterbrillen, wie es üblich war, sondern mit Polarisationsbrillen, wie im Kino. Ist ein ganz nettes Feature, auch wenn es leider nicht viele Videos und Filme in 3D gibt. Vom Alter her hat er inzwischen ein bisschen was auf dem Buckel. Von den Betriebsstunden her eher weniger, denn na, der steht bei mir eigentlich im Wohnzimmer und da bin ich selten, weil meistens bin ich hier in der Werkstatt unterwegs und so. Daher hat er nie viel Nutzung gesehen. Wie wir auch sehen können, das Ding ist ein sogenanntes Smart TV. Stern. Die Sache ist, so knapp ein Jahr nach dem Kauf kam dann die Info per Einblendung. Hi, wir stellen unsere Dienste ein. Die Premium-Apps kannst du alle nicht mehr nutzen. Kurz drauf kam dann auch hier, ich glaube, YouTube war drauf. Hallo, Fernseher zu alt, Geld nicht mehr zu nutzen. Und dann kamen auch noch die ganzen Streaming-Dienste hinterher. Ich glaube, Netflix gab es damals noch nicht, aber so MaxDome und sowas war, glaube ich, drauf. Heute alles nicht mehr nutzbar. Prinzipiell ist mir das relativ wurscht, denn ganz ehrlich, sowas im Fernseher drin macht keinen Sinn. Das bindet man besser anders an, von außen. Aber genau da ist mein kleines Problem, denn ich kann zwar hier drauf Fernsehen gucken, also so linear und so weiter. Das heißt, wenn ich eine Antenne oder Satzschüssel oder irgendwas anstecke, dann kriege ich da tatsächlich Bild, so wie das auch sein soll. Aber da ist dann leider auch ziemlich schnell Schluss. Denn wenn wir mal auf die Eingangsliste hier gucken, dann sehen wir schon Kabel, Satellit, USB, Netzwerk. Dann haben wir ja noch SCART, Cinch oder RCA oder wie es heißt, Component Video, ein RGB, also VGA und drei HDMI-Anschlüsse. Ist ja schon mal eine ganz gute Auswahl. Kabel funktioniert, SAT funktioniert, USB funktioniert, also zumindest wenn er das Format schluckt. Netzwerk geht auch per DLNA, zum Beispiel wenn er irgendwie einen Server oder eine Fritzbox hat. Und das Netzwerkkabel angeschlossen hat, was gerade nicht der Fall ist. Und auch die analogen hier, also SCART, RCA und Component gehen. VGA klappt auch und HDMI. Ihr könnt auch schon denken, wo das Problem hängt. Im Moment seht ihr, die sind alle ausgegraut. Ich gehe jetzt mal gerade nach hinten und stecke so einen HDMI-Stick ein, so einen typischen. So, habe ich gerade getan. Und wir sehen schon, HDMI 2 ist jetzt an. Das heißt, er erkennt, dass dabei HDMI etwas angeschlossen wurde. Wenn ich jetzt aber drauf gehe, dann sagt er nur verbinden oder connecting und das war's. Kein Signal. Das ist doof. Ich dachte natürlich erst daran, dass das das übliche HDMI-Problem ist. HDMI hat immer wieder Probleme. Das Ding ist nicht dafür gedacht, ständig einen ausgesteckt zu werden. Normalerweise einmal einstecken, Finger davon lassen. Ja. Dachte also, der Port wäre kaputt, aber bei allen Ports ist es dasselbe Bild. Wenn ich einstecke, wird es erkannt, aber ich kriege kein Bild. Und drei kaputte Ports kann ich mir nicht so wirklich vorstellen. Kann natürlich jetzt sein, dass der HDMI-Stick einen weg hat, aber auch das habe ich natürlich schon probiert. Laptop versucht anzuklemmen, verschiedene Sticks versucht anzuklemmen, Handy angeklemmt. Alle erkennen, dass der Fernseher da ist, die Daten gehen hin und her, das heißt, ich kriege auch die Modellbezeichnung vom Fernseher angezeigt, ich kriege die Auflösungen, die unterstützt werden, angezeigt. Aber es kommt kein Bild. Und das ist für mich jetzt natürlich sehr, sehr ungünstig, denn naja, wenn wir mal nochmal hier drauf gucken, es gibt jetzt nicht wirklich etwas, was ich damit fabrizieren kann. Klar, ich kann noch Fernsehen gucken, also so linear und so weiter, aber naja. Ohne HDMI wird es halt schwer, irgendwas anderes anzubinden. Und das wäre halt schön, wenn man da irgendwie ein XBMC oder heißt es noch XBMC, USMC? Ihr wisst, was ich meine, dieses Media Center. Kodi, so heißt es heute. Kodi. Wenn man dann Kodi dahinter hängen könnte oder ähnliches, um einfach auf Streamingdienste zuzugreifen, auf YouTube zuzugreifen und viele andere Dinge auch. Das heißt, ja, im Prinzip ist für mich hier der Fernseher aktuell halbwegs wertlos, weil ich kriege nichts an Signalen rein.
Und das ist für mich jetzt eher ungünstig, denn wie in anderen Videos schon gesagt, ich bin hier gerade am Renovieren und unter anderem soll es halt auch ein neues Wohnzimmer geben. Und naja, ich habe schon alles ausgemessen und vorbereitet für diesen Fernseher hier. Ja. Das heißt, es wäre schon cool, wenn ich den Fernseher wieder hinkriegen würde. Prinzipiell, neuer Fernseher ist jetzt nicht so teuer. Also ich hatte mal nachgeguckt, selbst 4K-Fernseher sind inzwischen sehr, sehr günstig geworden. Ich glaube, die ersten, die sogar größer sind als der hier, der ist 47 Zoll. Ich glaube, ich habe einen 52 Zoll für 300 € oder so gesehen. Also, naja, allzu viel Geld in Reparatur reinstecken lohnt sich da zumindest finanziell nicht. Aber wie gesagt, ich habe für den Fernseher vorbereitet, von daher wäre es gut, den wieder ins Laufen zu bringen. Da habe ich dann zwei Methoden, wie ich das machen möchte oder versuchen möchte. Nummer eins ist natürlich die schönste. Ich werde versuchen, es zu reparieren. Denn irgendwas scheint ja noch zu leben. Wir haben gesehen, er erkennt, dass ein HDMI-Gerät angeschlossen wird, der HDMI kommuniziert. Das heißt, der ganze HDMI-Circuit scheint noch da zu sein. Nur die Bildkanäle scheinen irgendwie weg zu sein. Und das klingt für mich so ein bisschen nach kalter Lötstelle. Problem an der Stelle, es ist bei allen. Ich gehe davon aus, dass das so aufgebaut ist, dass die drei HDMI-Eingänge in einen Switcher-Chip laufen und von da aus weiter zur Bildverarbeitung. Und da es alle drei betrifft, wird es wahrscheinlich zwischen Switcher-Chip und Bildverarbeitung sein. Und das sind meistens BGA-Bauteile. Das ist ein bisschen problematisch. Aber wir können ja auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen. Vielleicht finde ich ja was, so aussieht, als ob es ein Problem sein könnte. Wenn wir damit das Ding wieder ins Laufen kriegen, wäre das natürlich die beste Variante. Und wenn nicht, naja, solange ich nur im HDMI-Circuit rumarbeite, kann eigentlich auch nur der kaputt gehen und der klappt ja eh schon nicht, kann ich nicht ganz so viel verlieren. Die zweite Möglichkeit, die nicht ganz so schön ist, naja, wenn wir uns nochmal angucken, wir haben zwar keine digitalen Eingänge mehr hier, aber wir haben noch einen analogen, nämlich VGA. VGA funktioniert, habe ich eben mit einem PC schon mal probiert. Das Signal wird richtig angezeigt. Auf einer kurzen Strecke kann man über VGA, wenn man das unbedingt will, auch noch so 1080p mit 60 Frames drüber prügeln. Das ist nicht schön, das kann Probleme machen. VGA hat halt ein analoges Signal, das heißt, man wird wahrscheinlich bei Text oder so ein Schmieren erkennen, je nachdem, wie viele Störungen gerade auf der Leitung sind und wie gut der PC und die Eingangsschaltung hier im Fernseher ist. Aber besser als nix und ne, mal gucken, PC dran machen mit Media Center oder alternativ einen HDMI auf VGA-Adapter benutzen. Da muss ich natürlich gucken, VGA-Nachteil schon wieder hat keinen Ton. Den müsste ich dann wieder da rausholen und ja, das klingt nach sehr vielen Adaptern, die da hintereinander gehangen werden müssen. Ich meine, ist eine Option, besser als das Ding wegzuwerfen. Aber ne, versuchen wir erstmal, ob wir hier im Inneren was finden. Und ich würde mal sagen, ich drehe das Ding jetzt mal rum, sorge für ein bisschen mehr Licht und dann gucken wir einfach mal, was wir da drin finden. Und damit schauen wir uns das Ding mal von hinten an. Ja, hier haben wir schon mal ein paar Anschlüsse. Das ist Composite, Kinch, SCART, LAN, die beiden Tuner für Kabel und Antenne und für SAT. Ein RS-232 für Control und Service und der VGA. Die HDMI-Ports, die finden sich hier an der Seite zusammen mit einem USB, einem Headphone-Jack, also so einem Standard 3,5 mm Klinkenbuchse und dem CI-Slot für verschlüsselte Programme. Ja, ich würde mal sagen, wir fangen erstmal an und machen alles ab, was mit Befestigung zu tun hat. Das heißt einmal den hier, damit hatte ich den an der Wand und hier unten sind normalerweise vier Schrauben. Ich habe jetzt nur zwei drin für den Ständer, um das Ding auf den Tisch stellen zu können. Normalerweise nutze ich die meisten Fernseher an der Wand montiert. Das macht das Ganze dann ein bisschen einfacher. Dann hat man nämlich darunter noch ein bisschen mehr Platz, um Dinge hinzustellen. Und die Fernseher sind natürlich dafür auch gebaut. Das heißt, gerade hier diese Füße kann man sehr einfach wegmachen. Und diese Platte, die wir hier sehen, diese Wandhalter, die sind auch quasi normiert. Das ist der WESA-Standard. Muss mal gucken, da gibt es je nach TV-Größe unterschiedliche. Da gibt es dann Nummern. Das hier ist zum Beispiel ein 200x200. Ich glaube, das müsste ein 20 cm Abstand zwischen den Schrauben sein. Kleinere Fernseher, die haben dann zum Beispiel 100x100, 80x80. Aber ihr seht auch hier sind unterschiedliche Bohrungen drin. Das heißt, die meisten von den Platten, die sind auch für mehrere Größen einsetzbar.
So, wenn wir den Fuß dann lose haben, können wir den schon mal rausziehen und den Fernseher komplett hier ablegen. Dann haben wir das schon mal. Und als nächstes noch die Platte weg. Und damit sind wir von den Nutzersachen schon mal weg. Als nächstes geht es dann darum, den eigentlichen Zugang zum Fernsehgerät zu bekommen. Das heißt also, das Gehäuse zu öffnen. Und ihr kennt den Spaß. Achtung, Achtung, Achtung und Achtung. Hier steht nicht umsonst drauf, dass da Hochspannung drin ist. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das Ding hier ein CCFL-Gerät oder ein LED-Gerät ist. Wenn da noch Röhren drin sind, dann haben wir auf jeden Fall sehr hohe Spannungen. Denn die laufen tatsächlich mit Hochspannung, aber auch mit LED ist nicht zu spaßen. Auch da können hier Kondensatoren drin sein, die im Zweifelsfall da noch eine Ladung halten. Wenn ihr also nicht wisst, was in so Geräten euch erwartet, dann ja, vielleicht die Finger davon lassen. Das kann halt sehr schnell sehr gefährlich werden. Zum Zerlegen, die meisten Fernseher haben einen ähnlichen Aufbau. Die haben hier an der Seite außenrum irgendwo Schrauben. Hier sehen wir ja schon, hier unten haben wir entsprechend Löcher, wo Schrauben dran sind. Hier an der Seite haben wir Löcher, wo Schrauben drin sind. Das sind einige. Und dann müssen wir natürlich noch gucken, meistens verstecken sich dann auch Schrauben. Ich sehe hier zwei in dieser Vertiefung mit den Anschlüssen. Ich sehe hier eine dazwischen und ja, so muss man dann einmal drüber gucken, dass da nichts mehr ist. Ich schätze hier in der Mitte ist da auch noch eine. Jep, natürlich. War ja klar, irgendwo versteckt sich immer etwas. So, ich habe glaube ich jetzt ein bisschen länger was zu tun. Im Übrigen noch Hinweis hier zu diesen Stellen. Teilweise bei einigen Modellen muss man auch hier die äußeren Muttern von so RGB oder VGA abmachen. Hier bei mir ist da im Plastik eine Aussparung, also ich denke, die können bei mir drin bleiben. Aber das ist auch etwas, wo man eventuell einen Blick drauf halten sollte. Und hier beim Stromstecker versteckt sich auch noch einer. Wenn Fernsehhersteller eine Möglichkeit finden, noch eine Schraube unterzubringen, dann tun sie das auch. Im Übrigen auch eine Stelle, wo man häufiger schon mal Schrauben sieht. Bei Fernsehen jetzt weniger, aber bei anderen Geräten ist unter irgendwelchen Labels. Einfach so als Garantiegedönses, wenn Label kaputt, dann war jemand dran. Sehe ich jetzt hier nichts, beziehungsweise fühle nichts. Normalerweise, wenn man da drüber geht, kann man da schon mal merken, dass da auch noch etwas drunter steckt. Wenn man etwas merkt, das muss nicht zwingend eine Schraube sein. Teilweise hat man auch hier solche, ja, vom Gießen ist das, von Formen, von den Plastikteilen, dass so etwas drunter ist. Also ja, im Zweifelsfall probieren, wenn es nicht auseinander geht. Naja, vielleicht ist da noch etwas. Okay, nochmal kurz einen Blick rund. Auch nochmal von den Seiten her gucken, dass da nichts ist. Und wenn da nichts zu sehen ist, dann sollte das theoretisch hochgehen. Wir sehen, hier geht es schon mal. Hier hängt es jetzt wieder. Aber das sieht gut aus. Okay. Und damit wären wir im Inneren. So, und hier haben wir jetzt einen relativ klassischen Aufbau für so einen Fernseher. Wir haben einmal die Netzteilplatine. Die versorgt einerseits den ganzen Fernseher mit Strom, macht aber auch die Hintergrundbeleuchtung. Und hier können wir auch schon schön sehen, zwei große Trafos mit solchen blauen Hochspannungskondensatoren und diesen isolierten Drähten, die weggehen. Das hier ist also ein CCFL-Gerät. Das heißt, da sind Kaltlichtkathodenröhren hinten drin und die kümmern sich da um die Beleuchtung. Dann haben wir hier das eigentliche Mainboard. Da sitzt der Prozessor drauf, der entsprechend das Ganze verarbeitet, die Bildsignale. Die Eingänge sind hier alle drauf und das ist auch das Board, mit dem wir offenbar gerade ein Problem haben. Von da aus gehen ein Flachbandkabel weg und hier oben sitzt noch ein Board drunter. Das ist für die Bildansteuerung zuständig. Häufig findet man da das Board T-Con Board als Bezeichnung. Und das ist ein relativ guter Vertreter, wenn ihr irgendwie zum Beispiel Streifen im Bild habt oder dass Bildteile fehlen, dann ist meistens das Board hier drin das Problem. Zumindest solange überhaupt noch was kommt. Wenn gar kein Bild kommt, man aber zum Beispiel mit der Taschenlampe noch was sieht, ist meistens die Hintergrundbeleuchtung kaputt. Da ist dann das Netzteil der Ansprechpartner. Aber bei uns, na, wir haben Bild, wir haben nur Probleme mit den Eingängen. Definitiv dieses Board. Wenn wir drauf schauen, ich sehe schon, hier gehen Traces alle zu diesem schönen Chip hier. Das heißt, ich hatte recht, hier das ist offenbar ein Switcher-IC und von da aus geht es hier drunter und da wird die CPU sein, die das Bild dann bekommen soll. Na gut, ich hole das hier mal weiter raus, dass wir das auf die Werkbank bekommen, denn ja, hier das, der Fernseher ist ein bisschen unhandlich
Und ja, dann können wir gleich, denke ich, da wesentlich besser mal drauf gucken, in der Hoffnung, dass wir etwas sehen. Wieso geht der hier nicht ab? Achso, da ist noch eine Schraube. Ich wollte gerade sagen, die Blende sollte sich eigentlich abnehmen lassen. Was man hier auch relativ schön sehen kann, hier sind freie Stecker. Hier zum Beispiel, hier ist einer frei. Das heißt, dasselbe Mainboard wird wahrscheinlich auch bei größeren Modellen zum Einsatz kommen, die dann mehr Funktionen haben. Aber ich bin mir relativ sicher, die haben alle unterschiedliche Größen, dass wir da jetzt nicht in Probleme kommen. Denn wir müssen uns selbstverständlich merken, wo wir die Sachen ausziehen und die danach auch wieder richtig rum reinmachen. Also, wenn wir mal schauen, wir haben hier unsere HDMI-Anschlüsse mit den ganzen Traces und die gehen alle in diesen Chip und hoppala. Ich halte zwar normal nicht viel davon, nach dem Aussehen zu gehen, aber was ist das für ein schwarzer Punkt da? Ja? Da ist ein Loch im Chip. Könnte das unser Problem sein? Ich würde sagen, ja. Also dieser IC von Silicon Image, der hat es wohl hinter sich. SIL 9287BCNU. Das ist jetzt einerseits schlecht, andererseits gut, weil das Ding hier, das ist kein BGA oder so. Und wenn man den irgendwo bestellen kann, dann sollte sich der relativ leicht ersetzen lassen. Frage ist, kriegt man die irgendwo im freien Verkauf? Denn das wird wahrscheinlich das größere Problem. So oder so, der Chip muss da raus, also erstmal ein Nanopol an Flussmittel da drauf gemacht und dann sehr lange mit der Heißluftpistole drauf gehalten. Irgendwie wollte das Ding nicht freiwillig darunter. Als der Chip dann runter war, war auch zu sehen, warum. Ja, direkt unter dem Chip ist ein großes Groundpad, was dazu genutzt wird, Hitze abzuführen. Ja, wenn das Ding die Hitze, die ich drauf gebe, abführt, dann ist das nicht gut und dauert entsprechend lange. Wie auch immer, runter ist er. Wir sehen keine Pads beschädigt. Und bin dann am Schluss nochmal hingegangen, habe mit dem Lötkolben selber die Pads ein bisschen abgestriffen, dass da nicht übermäßig viel Lötzinn noch da drauf rumliegt. Und ja, in der Mitte mit der Lötspitze hier gab das keinen. Entsprechend gerade gewechselt. Und auch da einmal drüber gegangen und mit Entlötlitze das übermäßige Lot entfernt, sodass da am Schluss ein neuer Chip auch flach aufliegen kann. Speaking of neuer Chip, ja, schlechte Nachrichten an der Front. Ich habe mal rund geguckt bei den üblichen Großhändlern, die es so gibt. Da ist der Chip nirgendwo gelistet. Und ja, das einzige Datenblatt, wenn man es so nennen will, was man zu der Nummer findet, das ist auch mehr so eine grobe Beschreibung. Das ist ein IC. Und alles andere ist wohl unter NDA, also unter Geheimhaltungsverträgen gewesen. Das heißt, ich kriege keine Infos dazu und ich kann auch nirgendwo offiziell kaufen. Problem 2 ist natürlich, das Ding ist schon was älter, wird auch schwer, dass das noch produziert wird neu. Aber Glück im Unglück, es gibt da so ein paar ausländische Händler, die auf einer gewissen Auktionsplattform neue Chips von dieser Sorte anbieten. Das ist natürlich jetzt für mich dann eine positive Nachricht. Kosten inklusive Porto irgendwo so 6-7 €. Naja, ich bin mir relativ sicher, dass der IC hier kaputt ist und es bestehen noch gute Chancen, dass wenn ich den tausche, das Ganze wieder funktioniert. Also investieren wir das Geld mal und hoffen, dass der neue Chip dann hier Abhilfe bringt. Und haha, Post! Royal Mail, Air Mail und so weiter. Das klingt nach Sachen, die aus England kommen. Und was da drin ist, konnte ich mir schon so ziemlich denken. Nämlich Exe Parts and Repair. Und das hier dürfte unser kleiner IC sein. Yes! Ja, und dann schauen wir mal, ob wir auch das Richtige geliefert bekommen haben. Und ja, von der Größe her kommt es schon mal hin. Beschriftung geht auch in die richtige Richtung. Wollen wir mal da raus. Und ja, das sieht soweit erstmal ganz gut aus. Das könnte passen und uns weiterhelfen. Gerade wenn wir so in die Beschriftung hier reingucken, also da sind definitiv andere Sachen drin. Vor allen Dingen die untere Zeile. Und ich habe dummerweise keine Datenblätter, die mir sagen, was das heißen soll. Aber es ist zumindest derselbe Chip, 9287BCNU. Von daher löten wir mal drauf und hoffen, dass das dann funktioniert. Vielleicht ist das hier rechts einfach eine neuere Revision oder sowas. Das wäre natürlich nicht schlecht, denn offensichtlich hat die alte da ein bisschen Probleme.
Andererseits links N4, rechts N1. Ja, mal gucken. Da es kein öffentliches Datenblatt gibt, ist das halt alles nur Spekulation und nicht wirklich sinnvoll. Ja, so bringt uns der Chip allerdings immer noch nichts. Der muss natürlich aufs Board drauf, vorzugsweise richtig rum. Zum Glück gibt es da irgendwie so einen Punkt auf dem Chip und einen Punkt auf dem Board. Das ist schon mal gut. Und ja, dann geht es daran, das Ding irgendwie auszurichten und an Ort und Stelle zu halten. Ich habe es erstmal zurechtgeschoben und dann mit dem Lötkolben erstmal ein paar Sachen an der Seite angelötet. Danach mit Heißluft das Ganze zum Schmelzen gebracht, sodass auch unten drunter das Crownpad hoffentlich wieder schmilzt. Und am Schluss war ich nochmal mit dem Lötkolben rund gegangen, einfach um sicherzustellen, dass da wirklich jedes Pad Kontakt haben sollte. So, kurzer Blick. Sieht alles soweit ganz gut aus. Plastik ist auch noch in Ordnung. Dann versuchen wir mal dafür zu sorgen, dass das nicht mehr ganz so hässlich aussieht hier. Also gut Reinigungszeugs drauf, ohne bis hier geschrubbt. Ein kurzer Blick zur Sicherheit. Ich meine, hier hinten, da sieht man es auf jeden Fall. Da ist auf jeden Fall von der Seite auch Lötzinn ein bisschen drauf. Hier, mal gucken. Die Hauptlötfläche ist ja eigentlich unter dem Chip. Da sollte das Lot eigentlich auch hinlaufen, von daher. Also auf zum Testen. Auf der Werkbank klappt das relativ schlecht, also schieben wir mal hier das Gehäuse wieder rein, bauen das Mainboard nach und nach wieder ins Innere. Ich habe dann auch gleich noch den Ständer unten wieder dran gemacht, dass ich das Ding irgendwie hinstellen kann, weil ich muss halt sehen, was vorne los ist. Und dann können wir zum Test übergehen. So, Mainboard wieder drin, wie ihr gesehen habt. Der Chip ist auch nicht abgefallen, also das ist schon mal gut. Das heißt, wir gehen dann jetzt mal zum Testlauf über und ich weiß, es wird langweilig, aber wie üblich die Sicherheitshinweise. Das ist das Netzteil und Netzteile sind gefährlich. Die richten eure Netzspannung nämlich gleich und da kommt am Ende mehr Spannung raus als aus der Steckdose. Das heißt, gerade in diesem Bereich, wo der Strom reinkommt, sehr, sehr gefährlich. Das hier nochmal besonders gefährlich, denn die beiden gelben hier unten, das sind Hochspannungstrafos. Und die erzeugen für die Hintergrundbeleuchtung, die hier in dem Gerät verbaut ist, eine noch höhere Spannung, die entsprechend dann natürlich auch noch gefährlicher ist. Kurz gesagt, wenn ihr nicht sehr, sehr gut wisst, was ihr da tut, macht lieber den Deckel einmal mehr als zu wenig drauf. Ich weiß, das Auf- und Zuschrauben ist nervig, aber es kann euch im Zweifelsfall den Hintern retten und das ist eventuell gar nicht mal so schlecht, wenn ihr danach noch stehen könnt. Ne? Wie gesagt, ich habe hier spezielle Zuleitungen, ich habe diverse Sicherheitsvorrichtungen hier davor und ich weiß vor allen Dingen, wo ich dran packen sollte, wo nicht. Deswegen betreibe ich das jetzt offen, aber bitte nicht nachmachen. So, stecke mal das Ding erstmal ein. Der andere Stecker ist noch nicht eingesteckt, bevor jemand hier meckern möchte. So, alles drin. Dann nehmen wir uns den normalen Schuko-Stecker und besorgen uns hier mal eine spezielle Zuleitung, die gesichert ist. So, wenn das funktioniert hat, uns geht es ja um die HDMI-Ports und ich habe mir mal hier so einen schönen Dongle geangelt. Den klemmen wir dann jetzt mal an und gucken, ob der sich dann auch meldet. Das wäre natürlich sehr, sehr gut. Fangen wir einfach in der Mitte an, in zwei. Bisschen Strom hier dran. Versorgung über den Fernseher und den Stecker dann mal wieder einstecken. Hoffen wir mal, dass das jetzt funktioniert. Und ja, was sehen wir auf dem Bildschirm? Connecting. Und hey, ein Logo. Das klingt schon mal relativ gut. Das heißt also, unser HDMI-Stick klappt jetzt. Wir haben also das Problem behoben. Oder? Haben wir? Na, prinzipiell haben wir das schon. Denn offensichtlich, HDMI klappt wieder und ich sehe auch meine Videos. Und bis hierhin macht auch noch alles Sinn. Denn wir haben definitiv einen Chip gehabt, der kaputt war. Wir haben ihn ersetzt. HDMI funktioniert wieder. Wir können grob nachvollziehen, warum er kaputt gegangen ist. Denn, naja, HDMI ist ein Port zur Außenwelt. Da können schon mal Überspannungen reinhauen. Und wie wir sowohl auf dem Board gesehen haben, als auch wenn man da mal so in die Service-Dokumente reinguckt, die so online rumfliegen. Es gibt da nicht wirklich irgendwas an Überspannungsschutz an den HDMI-Ports. Das heißt, wenn da was reinkommt, haut es direkt in den Chip rein. Und das ist dann, ja, im Zweifelsfall für den eher schlecht. Ihr merkt aber schon, da kommt jetzt ein Aber. Die Leute von euch, die gerade in einer höheren Auflösung gucken, werden eventuell festgestellt haben, dass das Bild auf dem Fernseher irgendwie komisch aussieht. Ja, das tut's nicht nur auf dem Video, das tut's auch in Realität, wenn wir mal den Fernseher befragen, was es denn da gibt. Naja, das hier ist 720p 50 Hertz. Das ist nicht unbedingt das, was ich haben möchte.
Und das hat sich leider auch so fortgesetzt. Ich habe dann mal einen Laptop angeschlossen, der meinte dann, hä? War gar nichts angeklemmt. Und ja, das Problem ist neu, denn diese Funktion hatte vorher funktioniert vor dem Chiptausch. Ursache hierfür wird vermutlich DDC bzw. EDID sein. Die beiden Begriffe, die bezeichnen so grob dasselbe. DDC ist der Display Data Channel und EDID die Extended Display Identification Data. Grob gesagt sind das Datenleitungen auf zum Beispiel dem HDMI-Kabel, gibt es aber auch bei VGA und anderen Ports, die genutzt werden. Und darüber wird dem angeschlossenen Gerät, also dem HDMI-Stick, dem PC oder ähnlichem mitgeteilt, hallo, ich bin das Gerät mit dem Namen sowieso, ich bin so und so groß, ich kann folgende Auflösungen, ich kann folgende Frequenzraten. Und ja, so weiß dann das Endgerät, okay, hier wurde gerade ein Full-HD-Monitor angeschlossen, machen wir Full-HD. Hier wurde gerade ein 4K-Gerät angeschlossen, machen wir 4K. Das scheint aktuell nicht zu funktionieren. Der HDMI-Stick geht in dem Fall in hier so einen Notmodus, wo er dann sagt, okay, ich gebe auf Verdacht mal irgendwie so 720p aus, das wird das Gerät schon können. Die meisten PCs sagen, ja, nee, lass mal, da ist nichts, ich kann nichts erkennen. Unter Linux und damit auch zum Beispiel Raspberry Pi oder so, da kann man dem Chip das fest reindübeln, so nach dem Motto, hier, mach mal bitte 1080p mit dieser Frequenzrate, das passt schon, gib das aus, auch wenn du nichts findest, das klappt auch. Aber das ist natürlich alles unschön. Bisher also nur eine halbe Reparatur. Prinzipiell sehe ich da noch Hoffnungen, denn dieser Display Data Channel, das ist in Realität heutzutage üblicherweise einfach nur ein I2C. Das heißt also, es ist jetzt nichts sonderlich Kompliziertes. Da kann man durchaus mal versuchen mitzulesen, mal gucken, was da hin und her geht. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein bisschen unschön, weil, wie gesagt, zu diesem Switcher-Chip gibt es nirgendwo wirklich Infos. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wo die Daten herkommen sollen. Sollte der Hauptprozessor die rüberschicken? Sind die eventuell im Chip programmiert und durch den Wechsel sind sie natürlich weg, sodass ich sie da neu programmieren müsste? Das sind halt alles so offene Punkte, die müsste ich dann mal nachgucken. Aber ja, die Reparatur von dem Fehler, den wir ursprünglich hatten, die ist jetzt erstmal behoben. Das heißt, wir machen dann jetzt hier auch erstmal Feierabend, wird auch spät hier. Und das I2C-Problem oder EDID-Problem, naja, das ist ja quasi Neues. Das können wir uns dann bestimmt nochmal anschauen, wenn ich Motivation habe, hier rauszufinden, was denn da wie an Daten hin und her gehen soll. Aber hey, immerhin das Bild tut jetzt wieder, was es soll.